Die Meinungsmacher Top Talk 100, die außergewöhnlichsten Unternehmer im ganz persönlichen Gespräch. Daxa Austria. Die Meinungsmacher, herzlich willkommen. Top Talk 100 mit den 100 außergewöhnlichsten Unternehmern und Unternehmen Österreichs. Und mir gegenüber der Günter Hirschbeck, Geschäftsführer Daxa Austria. Begrüße Sie. Guten Tag. Mich freut es wirklich, dass ich da bin, weil seit Jahren sehe ich eure LKW. Die sind ja sehr auffällig mit dem Gelb und Blau. Ja. Und denke mal, wo sind die, was machen die genau? Das ist eine interessante Firma. Und heute habe ich es geschafft, dass ich da bin. Sehr gut. Na, herzlich willkommen bei uns. Jetzt sehen Sie, wo die losfahren, ja, und wo sie am Abend wieder hinkommen. Und diese Anlage wollen wir Ihnen heute zeigen. Einer von vier Standorten in Österreich, gell? Einer von vier Standorten in der Europalogistik. Mhm. Also wir sind im Großraum Wien, Oberösterreich hier in Hörsching, direkt beim Flughafen, haben in Stanz bei Schwaz die Tiroler Niederlassung und dann noch einen Standort in Wundschuh bei Graz. Daxa, was gehört da alles dazu? Was sind so die Kennzahlen? Also wir sind in Österreich vertreten mit zwei Gesellschaften. Das eine ist die Daxa Austria GmbH, das sind die europäischen Landverkehre. Und dann noch die Kollegen von der See- und Luftfracht, die mit ihren Büros auf den Flughäfen ansässig sind. Und die sind unter dem Mantel der Daxa Air & Sea Logistics GmbH tätig in Österreich. Und ja, wir transportieren jede Menge Sendungen. Ich habe für Sie die Zahlen aus dem Jahr 2021. Ja. Also wir haben 2,3 Millionen Sendungen transportiert und damit einen Umsatz von 217 Millionen Euro erreicht. Wahnsinn. Und haben eben in Österreich Daxa RNC GmbH und Daxa Austria GmbH 618 Mitarbeiter an insgesamt 9 Standorten. Da kommen dann nur die 5 Standorte dazu, die zu unseren Kollegen aus der Luft- und Seefracht gehören. Ja, es gibt auch in Österreich einen Hafen, muss man dazu sagen, weil sich viele natürlich fragen, Seefracht, Österreich, Binnenhafen. Aber an sich hat man das Gefühl, egal wo man in Österreich herumfährt, eure LKW sieht man wirklich überall. Ja, also Tag und Nacht, ihr seid immer unterwegs. Auf das legen wir sehr viel Wert, dass wir auf der Straße unsere Corporate Identity zeigen, ja, und dass unsere Fahrzeuge wirklich in einem tollen, einwandfreien Zustand sind, wie auch unsere Anlagen, unsere Logistikanlagen. Es geht darum, wir wollen Qualitätsführer sein und ich denke, wir können das für uns in Anspruch nehmen, dass wir Qualitätsführer sind und das soll man halt auch auf der Straße, ja, bemerken im täglichen Aufeinandertreffen mit unseren LKWs. Sie haben gerade etwas angesprochen, was ich ansprechen wollte. Ich komme da zu euch rein hier in das Zentrum und da ist es, als wäre es gestern eingezogen. Das ist da liegt kein Futzel herum, da ist alles sauber, da ist kein nicht einmal ein kleines Strichel irgendwo auf der Wand. Genauso bei den LKW draußen, die sind immer, also es regnet natürlich, frisch geputzt und glänzen. Ja. Scheint offenbar besonders wichtig der Firma zu sein. Ja, das genau, fällt wirklich auf bei Ihnen. Genau so soll es sein. Ja. Also wir sind ein Familienunternehmen. Die Familie investiert sehr viel Geld in diese Anlagen, in diese Logistikanlagen. Da gibt es mehrere in ganz Europa, sehr viele. Und der Anspruch ist, dass diese Immobilie halt wirklich in einem Zustand ist wie am ersten Tag, dass sie technisch einwandfrei ist. Das heißt, dass die Sicherheit für die Mitarbeiter auch gegeben ist. Und das sieht man eben. Also wir sind hier zum Beispiel im Jahr 2008 eingezogen. Und es freut mich zu hören, dass Sie das wirklich empfinden, als wäre es erst gestern gebaut worden. Und wir haben baugleiche Anlagen in verschiedenen Größen, auch an den anderen Standorten, verfügen an allen 4 Standorten Europalogistik über diese modernen Standorte. Und Sie würden dort dasselbe wahrnehmen wie hier in Hörsching. Ich denke mal, das muss Spaß machen, wo so ein Bewusstsein in so einem Unternehmen ist, dass darauf Wert gelegt wird auch, dass wirklich alles gepflegt ist auch. Auch für jemanden, der dem Unternehmen vorstellt, so wie Sie, das muss ja auch ein gutes Gefühl sein. Ja, auf alle Fälle. Also wir haben einerseits den Markt mit unseren Kunden, wo wir unsere Geschäfte lukrieren, aber wir brauchen auch Mitarbeiter. Logistik ist ein stark mitarbeitergetriebenes Geschäft. Der Mitarbeiter ist unser höchstes Gut und deshalb soll der Mitarbeiter sich auch bei uns sehr wohlfühlen. Und dementsprechend sind unsere Niederlassungen auch ausgestattet. Sie haben vorher gesagt, Daxa ist ein Familienunternehmen. Vielleicht wollen wir die Geschichte ein bisschen anschauen. Wird das begonnen, wird sich das entwickelt, ja, bis zum heutigen großen Player? Ja, sehr gerne. Ja, da gibt es eine nette Geschichte über den Anfang unserer Firma. Es ist so, dass eine der größten Erfindungen der Menschheit war ja das Rad. Damit ist Bewegung gekommen, damit hat man Entfernungen überwinden können. Und auch der gute Allgäuer Käse hat eine runde Form, aber der rollt halt nicht von alleine zu den Kunden. Und unser Firmengründer Thomas Daxa hatte die Idee, diesen guten Allgäuer Käse in das dicht besiedelte Rheinland zu bringen. Also er hat einen LKW gehabt, eine Pritsche, und hat eben dann regelmäßig diesen Käse verfahren ins Rheinland und beim Zurückfahren hat er Industriegüter mitgenommen.
Und das war praktisch der erste Linienverkehr von Daxa. Und aus dem ist im Laufe der Zeit dann ein globales logistisches Unternehmen geworden, so wie wir es heute kennen, wo eben europaweit und weltweit Linienverkehre betrieben werden. Wann ist der Herr Daxa mit dem Käse gefahren? Wann war das circa? 1930. Und das ist auch das Gründungsjahr unseres Unternehmens. Gigantisch, dass in, ich sage unter Anführungszeichen, nicht einmal 100 Jahren so eine große Entwicklung im Unternehmen war, gell? Ja, das liegt auch daran, dass die Familie sich dazu verschrieben hat, die Gewinne, die lukriert werden, zum größten Teil wieder zu investieren. Das heißt, man hat immer wieder sich beschäftigt mit den Zukunftsthemen, mit Innovationen, so wie es heute eigentlich gang und gäbe ist. Aber wir waren hier schon sehr lange Innovationsführer. Wir haben die Wechselbrücken eingeführt, diese Behältnisse, die Sie auf der Straße sehen, um Waren auszutauschen. Wir waren die Spedition, die den Barcode flächendeckend eingesetzt hat. Und wir sind auch jetzt stark in Innovationen, betreiben eigenes Research and Development, binden unsere Mitarbeiter in einem Ideenmanagement dazu ein, sodass wir auch diese Stellung wirklich weiter halten. Und die Themen von heute ist eben Digitalisierung, Automatisierung. Es gibt sehr viele neue Softwaremöglichkeiten. Und das ist ein großes Betätigungsfeld für Logistiker. Der Daxa ist ein Logistiker mit eigener IT-Entwicklung und eigenen IT-Mitarbeitern. Das heißt, da gibt es jede Menge für uns zu tun und auch innovativ voranzubringen. Ja, vor allem Innovation und Zukunft. Es gibt Branchen, wo man sagt, das wird es irgendwann nicht mehr geben. Ich sage jetzt eine Videothek zum Beispiel, war vor 20 Jahren interessant, aber heute gibt es keine einzige Videothek mehr in Österreich. Logistik ist ein Thema, das wird natürlich nie ausgehen. Solange es Menschen gibt, muss irgendwas irgendwohin transportiert werden. Das wird sicher so bleiben, auch in Zukunft. Und das wird auch Menschen brauchen dafür. Also der Mensch ist der Faktor. Es wird vielleicht einmal einen autonomen LKW geben, der auf der Langstrecke sich bewegt. Aber auf der letzten Meile braucht es wiederum den Fahrer, der die Waren an den Kunden übergibt oder dort abholt. Weil Sie gesagt haben, vielleicht irgendwann einmal der selbstfahrende LKW, gut, der wird von A nach B fahren und dann wieder der Mensch übernehmen. Wie schaut es Elektro-Lkw? Ist das ernsthaft ein Thema? Oder? Es ist ein Thema. Es ist ein Thema. Also der elektrisch betriebene Lkw, wenn man sich jetzt den kleineren Lkw vorstellt, einen Lieferwagen oder einen 3,5 Tonner, wir setzen einige City-Logistik-Projekte damit auf, wo wir tatsächlich CO2-frei in die Innenstadt fahren und einzelne Straßenzüge elektrisch bedienen. Und da wird dann umgeschlagen zum Beispiel auf ein E-Lastenfahrrad auch. Und das bieten wir dann wirklich lückenlos über das ganze Jahr an. Wenn es jetzt aber darum geht, mehr Tonnage zu befördern, da sind die LKWs noch in Entwicklung und da wird es auch andere Techniken benötigen, Wasserstoff, LNG, weil die Batterie hier noch nicht so in der Lage ist, derartig große Gewichte zu transportieren beziehungsweise über längere Strecken zu transportieren. Was sind so die typischen Kunden von Ihnen und die typischen Waren, die Sie, also ich denke mal, das Feld ist sehr, sehr breit, ja? Dadurch, dass es so breit aussieht. Das Feld ist sehr breit, ja, also wir sind ja im klassischen Stückgutgeschäft, man sagt auch Sammelgut dazu, also alles, was auf eine Palette passt, auf eine Europalette, gut verpackt ist und gut gebündelt werden kann mit anderen Sendungen, mit anderen Kunden, findet eigentlich bei uns Eingang. Und das sind verschiedenste Branchen. Es ist ohne Kühlung, also alles, was nicht einer Kühlung bedarf, landet bei uns. Weil Sie gesagt haben, das heißt, Sie versuchen das zu bündeln. Das heißt, unten sind zum Beispiel Glasflaschen, oben ist Klopapier. Ja, und das ist eben die große Herausforderung. Ja. Die Waren kommen ja ziemlich spät am Nachmittag, am Abend rein und dann sind unsere Verlader im Lager herausgefordert, die richtige Bündelung zustande zu bringen. Das heißt, die verschiedensten Arten von Paletten in der Höhe, in der Breite hier unterzubringen, müssen natürlich auch auf die Achslast aufpassen, dass das Fahrzeug nicht an einer Stelle überladen ist. Und weil Sie sagen, unten Glas, oben vielleicht was Schweres drüber, also ist bei uns möglich, weil wir diese Jumbo-Wechselbrücken haben, die sind doppelstockfähig, können Sie sich bei uns in der Halle gerne ansehen, wo praktisch ein Ladebalken ist, der den Laderaum zweiteilt. Und man kann dann durchaus eine kleinere, flache Palette unten hinstellen, oben etwas Größeres, wenn es leicht ist, oder umgekehrt. Gibt viele Möglichkeiten und auch für die Ladungssicherung ist diese Brücke ideal, weil man an allen Ecken und Enden Ösen vorfindet, wo man dann die einzelne Palette stabilisieren kann. Super innovativ. Ich stelle mir das aber auch in der Vorbereitung schon logistisch sehr herausfordernd vor, dass genau dann das
dorthin auch genau dort von dem Kunden zu dem und vom anderen und das alles in einem LKW, der zufällig am gleichen Tag dorthin fährt, was der braucht und so weiter. Unglaubliche Planungsarbeit, oder? Zufällig passiert bei uns gar nichts. Also das ist alles getaktet nach Fahrplan. Also es gibt da an die 5000 Begegnungsverkehre jede Nacht in Europa, wo sich eben Sendedepot mit Empfangsdepot trifft, oft auf halber Strecke, die Brücken ausgetauscht werden und der Fahrer wiederum zurückkommt mit den Brücken der anderen Niederlassung. Und da ist echt was los. Und wir nutzen eben den Nachtsprung, wo wenig Verkehr auf der Straße ist, wenig Stau und wo unsere Fahrer dann weniger Stress haben bei diesem Ladungsaustausch. Da muss ich mal nachhaken, 5000 pro Nacht? Ja, 5000 pro Nacht. Weil wir ganz Europa abdecken, also wir haben eigene Niederlassungen und decken europaweit netzwerktechnisch quasi von Skandinavien bis in den Maghreb, also bis zu den nordafrikanischen Staaten durch einen Zukauf sind wir auch bis dorthin tätig und eben von Portugal bis zum Schwarzen Meer bis nach Rumänien decken wir mit unserer Dienstleistung ab. Und mit eurer eigenen EDV? Und in unserer eigenen die das alles managt. Und die ist eben ganz essentiell, weil die diese Verbindung schafft, weil sie gesagt haben, wie findet die einzelne Palette dann auf die richtige Brücke und in das richtige Depot, Empfangsdepot. Das ist alles gesteuert. Jede Palette ist identifiziert mit dem NVE-Code und das wird an vielen Stellen gescannt, damit man wirklich keine verliert und dass jede Palette zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommt. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, ich habe mal gehört, dass zum Beispiel Lkw-Fahrer, viele, viele jetzt gerade über 50 sind und alle in Pension gehen in ein paar Jahren und da zum Beispiel ein Mangel einmal sein wird. Aber was sind so die Herausforderungen der Logistik insgesamt für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte? Ja, also der Lkw-Fahrer ist ein gutes Beispiel. Also hier ist wirklich Bedarf an Nachwuchskräften und hier gilt es halt, diese Branche attraktiver zu machen, generell. Also dass man wirklich den Stellenwert der Logistik erkennt, diese Planungsmöglichkeiten, die wir hier haben, weil wir eben diesen 360-Grad-Blick haben und verschiedene Lieferketten miteinander verbinden können. Wenn wir beim Lkw-Fahrer bleiben, der soll halt bestmögliche Unterstützung bekommen. Ja. Das heißt, durch Digitalisierung noch besser geführt werden in der Disposition, durch Big Data, das heißt durch Analyse von Massendaten herauszufinden, wann er wo am besten unterwegs ist und wie seine Ladereihenfolge sein soll. Und dann das Ganze noch mit Automatisierung, das heißt, dass er dort oder da vielleicht weniger Muskelkraft aufwenden muss und von der EDV gestützt wird, das ist eigentlich das Gebot der Stunde. Diese Lkw-Cockpits schauen ja mittlerweile aus wie ein Flugzeug-Cockpit. Da sind ja hunderte Lämpchen und Bildschirme und sonstige Geschichten. Ja, ja. Schaut faszinierend aus. Also da geht jetzt wirklich viel weiter, ist vergleichbar mit den Entwicklungen, die sich eben auch am Pkw-Sektor tun, mit der E-Mobilität und diesen tollen digitalen Cockpits. Und das überträgt sich natürlich auch bei uns. Also das findet man auch am Stapler, im Lager. Und das ist natürlich spannend, das macht es attraktiver. Von dem rollenden Käse quasi bis hin zum voll digitalen Display im LKW, eine unglaubliche Entwicklung. Was ist Ihnen wichtig? Also ich habe schon gemerkt, Qualität im Haus, das ist ganz, ganz, ganz ein hoher Stellenwert. Was ist Ihnen sonst noch wichtig, wenn man Taxa-LKW auf der Straße sieht? Die Qualität der Dienstleistung, die Flexibilität, die Quantität, die wir haben. Man sieht ja sehr viele Taxa-LKWs auf der Straße und eben ein sicherer Partner, dem man vertrauen kann, auf den man sich verlassen kann, sodass man seine Logistikkette, seinen Ankauf, Verkauf ideal bedienen kann und neue Kunden akquirieren kann. Und den Rest, den nehmen wir ab, indem wir dafür sorgen, dass die Transporte sicher, vollständig und rechtzeitig ankommen. Ich sage vielen lieben Dank für diesen Einblick. Meine Erwartungen sind nicht nur erfüllt, sondern übertroffen worden. Unglaublich, dass ihr so ein innovatives Unternehmen seid, selbst forscht, was Antriebstechnik und diese Sachen anbelangt, dass ihr Erfindungen wie Barcode, habe ich jetzt mitgenommen auch, und innen, dass man die Paletten quasi anders schlichten kann und. Also ich bin echt schwer beeindruckt und bei der nächsten Begegnung eines LKWs ganz anders noch gemeint seid. Das freut mich. Vielen Dank. Dankeschön und alles Gute für die Zukunft. Danke Ihnen zu Hause. Machen Sie es gut und in diesem Sinne, Sie sind alle Kontaktmöglichkeiten auch eingeblendet. daxa.at